Ja, hallihallo. Hi, grüß dich, Kim. Na, wie schaut's in der 24? Och, ich habe Positives zu berichten. Oh, definiere. Läuft oder was? Ja, Yellow Core Station, AKL5 oder wie die heißt, also Ja. Yellow Core, hat mir eine Landefreigabe gegeben, hat den Hangar aufgemacht. Ich konnte eine Mission mit das als Zwischenpunkt durchführen. Okay. Das haben sie jetzt hingekriegt anscheinend. Die Icons im Kiosk sind jetzt in einer vernünftigeren Größe. Okay. Und vor ein paar Tagen hatten sie es anscheinend hingekriegt, im vorletzten Patch, glaube ich, war das, dass sie bei mehr Stop-Halts, wenn man die Fracht an einem Punkt aufgenommen hat, dass dann auch der gelbe Marker verschwindet, weil man hat ja die Fracht aufgenommen. Ah, okay. Ja gut, aber Also. das ist ja ein Problem gewesen, das hatten sie ja schon unheimlich oft. Ne? Also wirklich unheimlich oft, dass sie so eine Probleme hatten. Jetzt habe ich seit dem gestrigen Patch oder vorgestrigen Patch und jetzt heute wieder in dem Patch die merkwürdige Situation, dass ich nicht in Stanton im Raumschiff ausgelockt habe, aber ich bin jetzt im Zentrum. Also neben der Sonne, aber von der StarMap her im Zentrum von Stanton. Obwohl ich Okay. definitiv ausgelockt habe im Raumschiff, nicht im Zentrum von Stanton. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich bei Crusader, Microtech oder Hurston war. Aber bei einem der drei Planeten war ich in der Nähe. Also da hat er noch Okay. irgendwas mit Bad Lookout, da kriegt er irgendwas noch nicht auf die Reihe. Nee, gut, aber das sind ja eher, ich sag mal, Kleinigkeiten. Hauptsache, du kannst wieder ordentlich einloggen oder so, ne? Was ich auch gut fand, war, ich habe jetzt heute Morgen oder gestern Abend das erste Mal in einem Medium Haul gemacht und das hat auch funktioniert. Also in dem Fall waren es 86 SCU, das waren dann größtenteils 8 SCU-Boxen und eine Vierer. Und es hat komplett von vorne bis hinten geklappt. Abholen, an zwei Orten abgeben und die Mission war erfolgreich abgeschlossen. Also das hatte ich auch noch nicht. Ich probiere das jetzt auch direkt mal wieder, weil ich hier gerade eine Mission sehe. Obwohl, die könnte ich auch mal. Ja, Multiple Stops. Nee, ich mache mit. Da war doch gerade was mit einem Stop. Hier. Stims von Magnus abholen und nach Everus bringen. Das hört sich doch interessant an. 81 SCU. Mal gucken, in was für Pakete die das stückeln. Aber von meinem Gefühl her, das sind eindeutig Fortschritte. Also für mich fühlt sich das langsam besser an. Ja. Ich meine, sie wollen ja, dass wir Hauling machen. Ich teste das die ganze Zeit und so langsam läuft es halt, ne? Das ist ja schon mal was. Ich meine, welche Waves sind wir jetzt? Zwei? Oder immer noch eins? Nö, immer noch eins, soweit wie ich Okay. weiß, glaube ich, immer noch eins, ja. Ja, dann geht's ja wenigstens ein bisschen, ne? Ja, es geht voran. Also ich schätze mal, das Ding hier wird noch so ein, zwei Wochen laufen, dann machen sie Wave 2. Vielleicht so zum September hin. Also würde ich das Ja. machen. Es ist doch keine Eile. Man muss doch nicht jetzt hier das übers Knie brechen. Es läuft doch so oder so schon ewig hier, die 324-Testphase. Da machen noch ein paar Wochen auch nichts mehr aus. Ja, also ich sag's mal so, lieber ein bisschen mehr als dann nur Scheiße zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn die Hauling-Nummer dann läuft, dann können sich die Leute halt damit dann austoben, um dann halt für sich selber zu überlegen, bin ich damit zufrieden oder nicht. Weil im Moment hast du ja die Leute, die schimpfen, ohne zu testen. Und die Leute, die testen, die schimpfen. Und ein paar Leute, die testen und sagen, ja, ist geil. Und was halt fehlt, ist nach dem Release dann das Feedback. Wenn halt die ganzen Leute das machen, die es noch gar nicht selber ausprobiert haben. Dass die dann halt, was die dann halt sagen. Ob die dann sagen, ich bin damit zufrieden oder ob die sagen, es ist scheiße oder irgendwas dazwischen. Jein. Also ich sag mal, es wird eher wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das 3.24 released. Es spielen super viel mehr Leute. Der Server hat ultra viel mehr Belastung. Alles wird wieder crashen gehen.
Und die müssen wieder an der Stabilität arbeiten. Wahrscheinlich. Ich habe so das Gefühl, bei allen Fettnäpfchen, die zielsicher angesteuert werden, gibt es auch Fettnäpfchen, die so langsam nicht mehr angesteuert werden. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Stabilitätsfettnapf ein Napf ist, wo ganz bewusst auch drumherum gearbeitet wird, soweit es nur möglich ist. Ja, aber wie viele Leute sind gerade online auf deinem Server? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Aber ich habe ein Beispiel dafür. Wenn man sich anguckt, dass da mehrere Patches in der Evo-Phase, glaube ich, war das, oder war das schon in Wave 1? Ne, ich glaube, das war sogar in Wave 1. Dass sie da haben mehrere Patches laufen lassen, wirklich Stunden, Tage, wo sie den Vehicle Loadout Manager komplett rausgenommen hatten. Das ist für mich ein Anzeichen, dass sie ganz bewusst an der Stabilität arbeiten. Weil wenn du so ein System rausnimmst, da, ich rate jetzt einfach mal, weil ich ja keine Ahnung habe, wie da wirklich die Werte sind. Aber ich kann mir vorstellen, dieser Service Vehicle Loadout Manager, der hängt ja am Backend dran, am Replication Layer. Da muss ja ganz schön was berechnet werden. Und dass der komplett draußen ist, könnte ich mir vorstellen, entlastet die Charts um 10% oder so. Und diese 10%, habe ich den Eindruck, das ist schon ein gravierender Unterschied, ne? Ja, ich wüsste jetzt aber nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, ob es ein Versehen war, ehrlich Nee, ich gesagt. glaube nicht, dass es ein Versehen war. Ich glaube, das ist Absicht. Weil wenn der Backend-Service nämlich abgeschmiert ist, weißt du? Ich glaube, dass sie ganz bewusst den ausgeschaltet haben, weil dann konnten sie diese 10% anderweitig benutzen, ne? Das ist ja nun mal so, Ja. wenn du da ein Datenband hast, was halt die und die Bandbreite kann, und da haust du 10 Services drüber, den Inventar-Service, den Spawn-Service und was weiß ich, was da alles Services sind, und hast halt dann einen 10%igen Service, den du komplett auf andere Services verteilen kannst, weil du den rausnimmst. Ich glaube schon, dass das ein interessantes Experiment ist, um halt zu gucken, was geht und was nicht geht, ne? Ja. Also sind wir mal gespannt. Ich hoffe echt mal das Beste, aber ich habe es mir abgewöhnt. Weißt Ach, ich du, bin wie ich nach wie vor meine? optimistisch. Ich bin nach wie vor optimistisch. Ich habe mal so ein Video gehört, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, von dem Johnny Morgan, der von sich selber sagt, ich habe ihm das einfach mal geglaubt, dass er auch schon in der Spieleentwicklung tätig war oder mit Leuten zu tun hatte. Und da ist ganz klar so, dass du am Anfang des Monats schon mit gesundem Menschenverstand nicht mehr definitiv sagen kannst, wie der Spiel. Zustand, das du gerade entwickelst, in 4 Wochen ist. Geschweige denn in 2 oder 3 Monaten. Okay. Und das, was halt die ganze Zeit passiert ist, dass die Entwickler versuchen, so Best Guesses zu machen, ne? Das wollen wir machen, das wollen wir machen. Und die Spieler sagen, ihr habt es uns versprochen, ihr habt es uns versprochen. Und das ist natürlich dann immer so ein Konfliktpotenzial, ne? Ja, klar, definitiv. Das wird dann auch dadurch angeheizt, dass halt die Entwicklerseite, die Marketingseite mittlerweile über so eine Profession verfügt, dass die so etwas wie die Implementierung von Feuer- und Feuerfolgen grafisch so ansprechend präsentieren, dass der unbedarfte Zuschauer denkt, das kann in einem Monat im PU-Patch stattfinden. Ne? Ja. Das denkt nun mal Karl Otto von Franzhausen. Ja, aber das Problem ist halt auch, die Kommunikation ist halt, man könnte es halt einfach klar kommunizieren. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich hätte die Tage erst was gehört, wo ganz klar das nochmal gesagt wurde, Leute, wir machen immer nur so Intentionsansagen, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Aber das heißt nicht, dass wir das schaffen und das heißt nicht, dass es so wird, wie wir das gerne hätten. Also die versuchen schon klar zu kommunizieren. Ich glaube, das Problem liegt zu einem Großteil bei den Nutzern, die halt recht unreflektiert das aufnehmen und das dann für sich selber falsch übertragen. Nämlich, sie haben ja gesagt, sie machen das. Und so wie sie es im Video gezeigt haben, wird es auch dann sein. Dass diese Videos zum Großteil dann irgendwie Vorproduktionen sind, die nicht in-game auf laufenden von uns bevölkerten Servern stattfinden, sondern in abgeschlossenen, hermetischen
Umgebungen, das denken sich die meisten noch nicht mal dabei. Obwohl das natürlich der einzig logische Schluss ist, wieso so ein Trailer, der da präsentiert wird, mit 60 FPS ganz flüssig läuft. Ja, das geht ja nur, wenn da irgendwie nicht volle Last auf den Dingern liegt, ne? Naja, klar. Also ich sehe das auch bei mir selber. Deswegen versuche ich mir diese Inside Star Citizen, nee, oder diese anderen Sachen da, diese ganzen Sachen, die so marketingorientiert sind. Wir machen jetzt in einem Monat oder wir versuchen in einem Monat das und das zu machen. Das versuche ich mir gar nicht mehr zu geben, weil ich selber auch bei mir merke, naja, sie haben gesagt, sie wollen das machen. Das ist ja schon quasi so eine Ansage, dass sie sich ziemlich sicher sind. Also kann ich das jetzt auch erwarten. Das merke ich ja bei mir selber auch. Also ich bin selber genauso blöde wie viele andere auch und laufe dann in diese Erwartungsfalle und ärgere mich dann. Und da versuche ich mich dann vor zu schützen, indem ich zum Beispiel versuche, so ein Format bewusst aus zweiter oder dritter Hand zu genießen, indem ich zum Beispiel Salty Mike oder Board Gamer oder irgendwen vorschiebe, der dann dieses Video präsentiert und seinen Senf dazu sagt. Ne, ist ja bei mir nicht anders. Ich meine, im Endeffekt, 600i Rework wird angekündigt, weißt du? So ganz groß und bla und blub. Und dann wurde ja auch marketingtechnisch wieder gesagt, so, hey, guck mal, wir reworken auch alte Schiffe. Und guck mal, wie geil die dann werden, so. Ja, ich blöder Typ, dann gleich losgegangen, denken sich so, ja, okay, plätschte mal eins, bevor das Ding dann teurer wird, ne? Ist ja eh ein cooles Schiff, wolltest ja eh haben. So, jetzt mit dem Rework lohnt sich's richtig. Plätsche das Ding 3 Jahre später, ich sitze immer noch auf der alten Scheiße und denke mir so, ja, fuck you. Weißt du, genauso, ja, Polaris ist jetzt binnen 12 Monaten released und bla und blub und jeder denkt sich so, Invictus, da wird's kommen, weißt du, das wird kommen. So, weißt du? Und du denkst dir so, ja, alles klar, geil, 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 ne, mega geil. Und Ende vom Lied, Polaris, ja, vielleicht mit 4.0. So, weißt du, wo du so denkst, so, ja, okay. Ja, das ist halt so diese Situation, in der wir uns befinden, ne? Wir sind begeistert für das Projekt. Wir fiebern damit. Wir wollen, dass es funktioniert. Und die Geduld ist eine Tugend, derer wir nicht immer habhaft sind. Naja, was heißt Geduld? Also ich finde, da müsste, wie bei allem, was Spiele oder sowas angeht, müsste auch dort definitiv ein Haltbarkeitsdatum drauf. Wie auf vieles andere auch. Wie meinst du das, ein Haltbarkeitsdatum? Nicht immer nur dieses Marketing basiert auf, ja, in den nächsten. Alter, was ist denn hier los? Mal kurz. What the fuck? Hä? Okay, vorwärts ist rückwärts, rückwärts ist vorwärts. Musst du wieder invertieren oder was? Nee. Entweder ist der Sturm hier auf diesem Planeten so krass, dass er mein Schiff komplett wegschiebt. Aber das hatte ich ja tatsächlich noch nie, weißt du? Nee? Also, dass du nicht mal landen kannst. Wo bist du Okay. gerade? Jena? Also tatsächlich noch nicht so. Nee. Aber im Endeffekt sage ich, wenn es nach mir gehen würde, ich bräuchte da ein Datum drauf. So klingt kein Scheiße, so ein Release. Ich kann mir Weißt du? vorstellen, ich mache gerade mal wieder so einen Advocatus Diaboli, den Advokat des Teufels. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch ernsthaft überlegen und dann passiert halt, oder dann würde das passieren. Ja, wir haben die Polaris fertig. Im selben Moment kannst du das Ding auch plätschen, Flight Ready, und dann testest du das und dann sagst du, ja, aber das habt ihr noch nicht richtig gemacht und das habt ihr noch nicht richtig gemacht. Und dann ziehen sie das Ding wieder aus dem Pledge Store raus und du kannst dein Ding nicht benutzen. Es ist wieder nicht Flight Ready und keiner kann dir sagen, wie lange du warten musst. Könnte ich mir vorstellen, dass das passieren würde, wenn sie sagen würden, ja okay, dann gehen wir jetzt komplett weg von der Marketing-Tour und machen jetzt so realistisch, wie es nur geht.
und bringen das Ding raus, wenn wir denken, dass es fertig ist. Und um dann halt auf die Fresse zu fallen, weil dann hunderte von Spielern Feedback geben, die das Ding haben und sagen, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. Ja, ja klar. Aber im Endeffekt sage ich halt auch ganz simpel, dann sollen sie es lieber so einplanen, dass es auch machbar ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist genauso gerade, ich habe hier zum Beispiel so ein richtig lustiges Ding. Ich gehe durch eine Tür. Es ist ein Fenster in diesem Raum, ne? Ich kann nach draußen gucken. Sobald ich den Blick nach draußen richte, ne? Also so wegen diesem Sturm, den ich ja gerade beanstandet habe, ne? Ich richte den Blick nach draußen durch das Fenster und sehe, was außen ist. FPS 29. Ich blicke in den Raum. FPS ich blicke 50. Ich blicke in den Raum. FPS 144. Ja. Sowas habe ich aber auch. Das ist echt krass, wenn da so ein Sturm oder sowas ist und irgendwie das, was man sieht, das haut die Frames so nach unten weg. Ja, Wahnsinn. Genau. Und dann denke ich mir so ganz klipp und klar so, okay, jetzt wollen sie dazu noch, stell mal vor, draußen brennt und es ist ein Sturm. Nee, ja. Das stelle ich mir gerade lieber nicht vor. Na, oder du bist in deinem Schiff, draußen ist ein Sturm und dein Schiff, und irgendwas in deinem Schiff brennt und dann versuche ich bei 3 FPS das Feuer zu löschen, oder wie? Nee, bloß. Ne, also du weißt, was ich meine, ne? So, es sind halt. Ja, ist ja cool, dass man diese Feuerimplementierung machen will und bla und blub. Aber nein, was ich halt wirklich meine, ist so, die sagen, ja, okay, Polaris kommt in den nächsten 12 Monaten. Okay. Verstehe ich. Aber anstatt zu sagen, die Polaris kommt in den nächsten 12 Monaten, man weiß ja immer, wie weit das ist, dann macht man das Schiff fertig. Also die machen das Schiff fertig. Ohne Advertising, ohne bla und ohne Blubs, weißt du? Und sagt dann ganz stumpf einfach nur so, ja, jetzt das ist Schiff, sie da. Genau, das Schiff ist da. Das Schiff kommt zur IAE. Und du kennst uns, wie kritisch wir sind. Dann testen wir das Ding und dann fangen wir an zu monieren. Das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und was sollen sie dann machen? Wenn sie cool sind, dann trauen sie sich halt, das Ding wieder rauszunehmen und das zu reworken. Und dann sind wieder alle am Schimpfen. Ah, scheiße, schon wieder ein Rework. Hättet ihr euch das nicht denken können? Nö, warum? Wenn du das Schiff fertig hast. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich bin mitten in der Entwicklung und das Schiff kommt innerhalb von 12 Monaten am 13. Dezember. Du sagst ja, du hast es fertig entwickelt, du hast es fertig getestet. Dafür haben wir ja Evocatis, die können das Schiff ja wohl testen. Weißt du? Und wenn das Ding läuft, warum muss ich dann sagen, hey, innerhalb der nächsten 12 Monaten kommt was? Ich mach mir voll den Druck, kann eigentlich gar nichts einhalten, was das angeht. Mach dann nochmal ein Mega-Advertising, indem ich sage, hey, ich mach einen Drive-By mit dem Ding. Um noch mehr Hype zu generieren, weißt du? Noch mehr Geld in die Kassen zu spielen, anstatt einfach zu sagen, hey, das Ding ist fertig, das kommt jetzt am so und so vielten. Dann werden die Zahlungen, wenn jeder weiß, hey, wenn die sagen, das kommt um 13 oder das kommt zur IAE, ne? Und die sagen, dass jetzt kannst du es nochmal plätschen zur Launch Week, weißt du? Und du weißt ganz genau, hey, das kommt dann zur IAE, ja, dann haben sie doch mehr Verkaufszahlen generiert, weil jeder weiß, das kommt dann auch wirklich. Könnte funktionieren, ja. Ne, das ist halt so nicht auf Vertrauensbasis, sondern dass du halt einfach weißt, hey, das ist so, da steht das Datum drauf, ne? Mhm. Und wenn es zu dem Zeitpunkt nicht kommt oder sowas, gibt's halt einfach komplett Refund. So, weißt du? Das schaffen wir nicht oder sonstiges. Nee. Dann hat jeder das Recht zu sagen, so, hey, nö, ich mach das rückgängig. Ich möchte die Kohle zurück, bitte, danke. Da musst du dich halt auch mal was trauen, ne? Musst den Arsch auch mal hinhalten. So, darum geht's halt einfach nur. Ist ja immer schön, ich kann ja auch jedem Werbeversprechen machen. Also ich meine, ich könnte ja jetzt anfangen, Heilmittel gegen Krebs zu verkaufen und sagen, dass ich das in den nächsten 100 Jahren bestimmt hinkriegen werde. Also, weißt du, wie ich meine? Klingt halt scheiße, aber ist so. Ich bin übrigens gerade relativ zufrieden mit diesem Medium Hall Contract, weil der mir die 81 SCU in 10 Achter und einem Einer präsentiert. Ich könnte mir noch bessere. 10 Achter und einem Einer? Ja, ich könnte mir noch andere
Verteilungen der Fracht auf andere Boxengrößen vorstellen, die ich toller fände, zum Beispiel 2,32er und dann entsprechend, aber 10,8er und 1,1er ist schon mal, naja, muss ich halt 11 Boxen für die 81 SCU bewegen, aber ja, ist schon mal besser als 81,1er. ja, definitiv. Ne? Ja, aber wie gesagt, so ein Advertising würde ich halt um einiges besser finden, wenn sie grundlegend sagen würden, hey, dann und dann machen wir das, dann und dann machen wir das. Klar, hier so, wenn so ein 324 oder sowas kommt, das kannst du nicht immer so genau sehen. Ne? Das kannst du auch immer nicht genau so sagen, wie es dann halt kommt. Mhm. Weil das ist ja Fakt. Wenn du es nicht genau einschätzen kannst, weil du sagst, komm, wir entwickeln das jetzt noch, ist das ja auch okay. Heult ja auch keiner großartig rum. Nervig ist es halt nur, wenn du sagst, weiß nicht, wann, wie, oder ja, das wird, weißt du, dann und dann. Und dann stehst du da, blöde wie 10 Meter Feldweg, und denkst dir so, cool. Das ist ja voll toll. Und sowas nervt mich dann halt echt ungemein. Ich glaube, ich probiere mal eben was, weil wir das Thema auch die Stunden hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar eine Sache reingebracht haben, die noch gar nicht so richtig Aufmerksamkeit bekommen hat, was ich schon mehrfach moniert habe, nämlich wenn du die Boxen jetzt auf die eine der anderen 6 Flächen stellst, als die, auf denen sie gespawnt werden. Ob sie so, dann, ist, dass sie dann nicht erkannt wird. Ob sie dann snappen. Das probiere ich gerade mal. Ja, ich glaube nämlich, die haben das jetzt gefixt. Ich glaube... du stellst sie schräg, aber sie stellt sich trotzdem auf den ursprünglichen Boden. Okay, also die haben sozusagen eine Lösung gefunden, die zwar ein bisschen schräg irgendwie ist, ein bisschen weird, so, weil warum snappt die nicht auch mit halt einer anderen Fläche als der, die beim Spawn benutzt wird? Aber hey, wie, okay. Warte mal, du rufst den Fahrstuhl. Ja? Ich hab's jetzt auf 180 Grad gedreht, also unten nach oben und oben nach unten. Ja. Ja? Von dem, wie sie kam. Und wenn ich mir das jetzt angucke, das Snap-Hologramm. Obwohl, warte mal, ist sie. Ah, doch, ich hab's geschafft. Ich glaube, die haben's echt hingekriegt, dass du jetzt. Ich probier mal aus, ob man wirklich jede Fläche benutzen kann. So, jetzt ist diese Fläche hier die unterste. Ah, okay, nee, doch, die haben irgendeinen Auto-Snap-Rotationsnummer drin. Aber ich habe es zum Beispiel geschafft, den einen mit dieser Leiter-Dingsbums auf der einen und den anderen mit der Leiter. Ah, nee, die sind nur so verdreht. Okay, dann wollen sie nochmal gucken, wie der sich dreht. Ah, okay. Du kannst den auf der ursprünglichen Fläche rechts rum oder links rum stellen. Wenn du ihn seitlich kippst. Na komm, bleib stehen. Wenn du ihn seitlich kippst, dann snappt er sich trotzdem auf die Ursprungsfläche. Okay. Also du kannst ihn nicht auf die Seitenflächen legen. Auf die Ursprungsfläche. Und wenn das nicht die Ursprungsfläche ist, dann snappt er. Und der scheint aber, glaube ich, oben und unten zu snappen. Ich guck nochmal. Ja, ich glaube, die sind symmetrisch. Oben, unten. Und man kann sie nach oben oder nach unten snappen. Ich probiere es nochmal. Nee, sie sind nicht symmetrisch in der Waagerechten. Der snappt halt immer automatisch in die richtige Position. Aber man kann ihn in der Senkrechte rotiert stellen.
einmal 180 Grad gedreht und der snappt dann auch so. Ja. Das viel Wichtigere ist ja jetzt erstmal zu wissen, erkennt er denn jetzt wenigstens alle Pakete, wenn du sie auf den Fahrstuhl packst, oder musst du die ständig umpacken, damit er alles erkennt? Also wie gesagt, bei dem ersten Medium, den ich heute Morgen oder gestern Abend probiert habe, hat er es auf Anhieb erkannt. Ich hatte zwei Lieferorte, bei dem einen 44, bei dem anderen 42, glaube ich. Und bei beiden, meine ich, ich habe es draufgepackt und er hat den Mist auch dann direkt nach beim Runterfahren als missionserfüllenden Liefervorgang registriert. Also sie haben es verbessert. So wie ich das hier erlebe, haben sie es wohl verbessert. Endlich. Auch eine schwere Geburt. Ach ja. Was ich mir noch wünschen würde, wäre sowas wie eine Erkennbarkeit für die Mission, was für ein Raumschiff du benutzt, um dann entsprechend die Fracht, die du zu befördern hast, so ein bisschen an das Raumschiff und die Gegebenheiten anzupassen. Das finde ich auch ganz nett. Naja, ich habe eine Cutlass Red hat links und rechts 6 SCU, die jeweils 2 SCU übereinander auf 3 Plätze gestellt werden können. Ich kann aber 2 SCU-Boxen nicht senkrecht stellen, so dass ich halt links 2 Zweier. Ja, ich weiß, dass du das letzte Mal hattest. Ne? Also da könnten sie irgendwie das dann halt, wenn du mit einer Red die Mission machst, dass die Mission das erkennt und die Boxen so präsentiert, dass du dir auf diese 3 Plätze, 2 hoch, links und rechts, dann auch packen kannst. Und nicht eine 4 SCU-Box kriegst, die 2x2 ist und du kannst sie nicht snappen, weil du kein 2x2 Grid hast, sondern ein 1x3 Grid links und ein 1x3 Grid rechts. Das so, ja, ne? Gut, aber im Endeffekt sage ich dir halt auch einfach so, musst halt auch mal bedenken, Red ist halt kein Transportschiff, ne? Also. Ja. Da hast du vollkommen recht. Aber andererseits ist es halt nur ein Algorithmus, so wie ich das sehe als Laie, mit wenn dann, wenn dann. Und ich finde, so ein Algorithmus kann so programmiert werden, wenn Spieler Titan, dann 6 SCU gleich das. Wenn Spieler gleich C2, dann 6 SCU gleich alle Möglichkeiten, weil er kann ja alles da reinpacken. So, ne? Das macht ja auch dann ein bisschen eine Variation in den Aufträgen. Wenn ich jetzt diesen 81 SCU Auftrag mache und ich kriege jedes Mal 10 Achter und einen Einer, dann finde ich das scheiße. Wenn ich aber jedes Mal eine Chance habe, dass ich eine andere Verteilung kriege. Einmal kriege ich die mit 2 32er, einmal kriege ich die mit ein paar 16er und Gedöns. Wenn ich Pech habe, kriege ich den mal mit 61 Einsern, dass ich richtig kotze. Ja, aber wäre auch irgendwo witzig so. Vor allem stell dir mal das lange Gesicht von dem Spieler vor, der mit einer C2 die Mediums da abfarmen will. Nimmt eine 81er, weil er sich denkt, naja, ich kriege jetzt meine 10 Achter und einen Einer und dann hat er da 61 Einer. Dann geht aber rund die Luzi. Ach ja. Ach so, du hattest ja vorhin gefragt, wie viele Leute hier drauf sind. Also Server-FPS sind so um die 5 gerade. Wenn ich in die Liste gucke, dann würde ich sagen, sind hier so 100 Spieler oder so. Okay. Soll ich genau zählen? Also ist der Server quasi voll, sagst du, ja? In 9er Schritten. Big Boss sind 9. 18 Platypus. 27 Evocati. 36, oh, Dive Master ist am Start. 45, 54, 63, 72, 81,
90, 99, 100, 1, 2, 3, 4. 104 mit mir 105. Ach nee, ich stehe ja auch in der Memberliste. Ach nee, ich sehe mich selber in der Memberliste nicht, also 105. Über 100 Leute? Ja, 105. Okay, dann ist es tatsächlich mal eine Leistung. Wie gesagt, ich versuche ja wirklich täglich hier zu gucken, wie der Stand ist. Und jetzt seit dem letzten Patch, gestern, vorgestern, weiß ich nicht mehr genau, wann das war, ist es besser, auf jeden Fall. Sie haben ja einmal kurz diesen Blockade-Runner, der eher katastrophisch war. Dann haben sie ihn wieder rausgenommen und dann den Patch, der darauf gefolgt ist, der war dann das erste Mal so, dass ich den Eindruck hatte, okay, so langsam wird es was mit dem Hauling. Hat ja auch lang genug gedauert. Na, lass mich doch nach Everus hüpfen. Ah, okay, jetzt hat er die. Der hatte mir gerade Quantum Fuel 0, angezeigt, von Magnus Jump Point nach Hurston. Jetzt hat das mir gerade richtig angezeigt mit 11.000 Einheiten oder so. 11.500 Einheiten. Was habe ich gestern? Was habe ich gestern übrigens gelesen? Die haben Drogen rausgenommen. Also alles an Drogen mit dem 324er Patch? Weiß ich nicht. Hä? Und kannst keine Drogen mehr kaufen hier an so. Also Sachen, ich habe gerade einen Hauling Contract, wo ich Stims transportiere von Magnus nach Everus. Ja, Stims sind ja Kippen. Das ist doch sowas wie Energy Drink, oder nicht? Stims. Nee, das sind Zigaretten. Ja? Ja, so auch. Aber sowas Droge. Wie Slam und Widow und sowas soll es ja scheinbar gar nicht mehr geben. Nee? Also habe ich gestern gelesen, habe ich ja nicht getestet. Ne? Sagen wir mal so, es wäre ja ein interessanter Schachzug, wenn sie es jetzt erstmal rausnehmen, um das ganze System zu entlasten. So ähnlich wie vorhin meine Vermutung, Vehicle Loadout Manager beim Testen mal raus, um halt andere Services besser laufen zu lassen. Lass sie doch jetzt die Drogen alle rausnehmen, das Ganze schön stabil stricken, um dann die Drogen bei Pyro reinzusetzen, damit du dann auch eine Incentive, eine Anregung hast nach Pyro, um halt dort dann den Drogenschmuggler von Pyro nach Stanton zu machen. Wäre ja von der Idee her ganz witzig so. Die Drogen, die Stanton haben will, kriegt Stanton halt von Pyro und schon hast du da Leute, die sich da bestimmt berufen fühlen, den Drogenschmuggler zu machen. So, ne? Macht dann noch einen schönen potenziellen Profit da rein. Ankauf 70% vom Verkaufspreis oder so. Wenn sie Leute 30% von ihrem Geldeinsatz als Gewinn einstreichen können, da wird es genug geben, die dann den Pyro-Stanton-Drogen-Pendler machen. Definitiv. Hast du ja jetzt auch schon die Leute, die RMC Rappel und hast du nicht gesehen. Ich meine, ich habe jetzt gestern ein Video gesehen, dass einer das mal wieder ausprobiert hat. Der maximale Bestand bei Rappel oder wo der da war, Pickersfield, war glaube ich 120 SCU. Er hat also 120 SCU RMC gekauft in 12, ich weiß gerade gar nicht mehr, irgendwie 8 16er Boxen oder was weiß ich, wie der das gemacht hat. Und ich glaube 8 16er sind 120 SCU, ne? Wie auch immer, mehr konnte er nicht und er hat dann nochmal geguckt, es war auch nicht refreshed, das heißt du kriegst dann maximal 120. Der Einkaufspreis war irgendwie mehrere Millionen, aber auch der Verkaufspreis war so gut, dass selbst mit den 120 SCU das wohl gelohnt hätte, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil das ist ein 20 Minuten Run, sobald du mehr als 100.000 Gewinn machst in 20 Minuten Run, ist es ja eine veritable Sache, das zu machen, wenn du es vergleichst mit zum Beispiel der beliebten Gruppen-ERT, wo du ja auch mit dem maximalen Bonus so um die 100.000 kriegst. Und wenn du das mit einer Corsair machst und du bist schnell und geübt, kann das ja auch sein, dass das in ungefähr 20, 25 Minuten hinkriegst oder so, ne? Ja, ja, klar. Ich
meine, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der was gesagt von irgendwas halbe Million oder sogar mehr mit einem Einsatz von ein paar Millionen. Das ist ja dann auch schon ein ganz guter prozentualer Schnitt, den man da macht, wenn man das Geld über hat, ne? Definitiv. Aber ich sag's mal so, muss halt auch was anderes geben, was lukrativ ist, ne? Und auch gerade so diese Dinge wie RMC oder sowas, also ich finde das ja jetzt schon ganz cool, dass du teilweise Sachen gar nicht abgeben kannst, ne? Es kann so, auch das hart ist schon sein, wenn du nicht weißt, wo du es dann hinschifferst, ne? Genau. Das kann dich richtig, richtig abnerven. Was mich gefreut hat, war, als du erzählt hast, die Raft und hier mit den 32 SCU-Bags und dann da reinkaufen und das Handling mit denen, fand ich cool, dass du den anderen Typen bei diesem Wettstreit da auf Zeit überhandelt hast, vom Gewinn auf Zeit. Ja, definitiv. Das ist halt wirklich praktisch, ne? Also ich meine, klar, wie das dann wird, wenn du die Scheiße da selber reinladen musst, das ist immer wieder was ganz anderes, ne? Aber so kriegen Schiffe halt wieder eine Funktion, sag ich halt mal. Vor allen Dingen ist es ja auch, du musst halt überlegen, selbst wenn du in einer kleinen Station oder sowas bist, natürlich kann ich da mit der Taurus kommen, ne? 232er, 224er rein und ein bisschen Kleinscheiß, ne? Oder ich nehme halt einfach die Raft und sage, komm, ich latter 324er, 38er rein, bin wieder weg. Ja. Ne? Weil das ist halt auch immer so, du musst halt auch mal gucken, wie lange bist du da. Je länger du da bist, desto gefährlicher ist es, ne? Was ich halt immer noch erwarte ist, ich glaube, das ist auch immer noch in den Patch Notes halt noch nicht Testfokus angegeben, dynamisches Cargo irgendwas bla bla bla. Das stand da auf jeden Fall die Tage noch, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch da steht. Was ich mir darunter vorstelle, was ich mir hoffe, wünsche, ist, dass sie endlich mal die Commodity Price Alerts erweitern auf alle Güter, die handelbar sind, um dann wirklich das zu machen. Du guckst halt da rein, weil es ist gerade eine Meldung aufgepoppt, wieder Commodity Price Alerts, und siehst hier Understock, Overstock und machst dann halt den Run. Jetzt suchst du einen da aus, der sich profitabel anhört und machst das halt. Und dann irgendwie 20, 30 Minuten später kommt der nächste Commodity Price Alerts. Das interstellare Informationssystem hat wieder neue Over- und Understocks und dann ist halt eine andere Ware und andere Orte gefragt. So, ja, ist doch geil. Das wäre eine coole Nummer. Ja, aber es wäre halt einfach geil, wenn du quasi eine extra Seite in deinem Dings hättest, wo du halt einfach die Waren siehst. Also wo du quasi siehst, komm, welche Ware ist gerade Overstock und wo. Wie so ein Wirtschaftsteil in der Zeitung, meinst du, ne? Ja, nee, so gerade so für Trading. Weißt du, wenn du einfach eine quasi extra Trading-Seite hast. Ja, für Aktien gibt's ja sowas. Wirtschaftsteil in der Zeitung und da stehen dann, wie gerade die Aktienkurse sind. Für den halt Hobby-Händler oder was weiß ich, ist das ja schon mal ein interessanter Hinweis. Sowas ist ja eigentlich auch Commodity. Oder du kriegst einfach. Oder scheiß auf Commodity Price Alerts, mach einfach Global Missions. Eine Station fordert an. Und da steht dann was drin. Genau, eine Station fordert an und du hast quasi über die andere Seite, die du in deinem Moviglas hast, kannst du gucken, wo gerade Overstock ist von irgendwelchen Sachen, und eine Station fordert an für einen Preis X und du kannst halt gucken, wo kriegst du es am günstigsten. Also jetzt, weißt du, dann pilgern da alle Leute hin, wo es natürlich am günstigsten ist, oder ein paar Leute sagen halt auch, ey komm, ich mach weniger Gewinn, gehe halt gleich auf Position 3, kann aber dann mit mehr traden, weißt du? Ja, was ich jetzt gerade zum Beispiel mal kurz mir angucke, ist halt die aktuellen Commodity Price Alerts hier. Und was zum Beispiel ungeschickt ist, CM, also Construction Materials, zeigt er mir nur Understock Locations an. Ich weiß also nicht von den Commodity Price Alerts, wo ist ein Overstock, um dann halt in Richtung Understock zu verticken, zu handeln. Mhm. Aber immerhin, bei den vier Gütern, also bei den anderen drei Gütern, Processed Food, Medical Supplies und Distilled Spirits, hat er beides. Also bei den drei Gütern kannst du direkt gucken, okay, Overstock, Medical Supplies, Deacons, kaufe ich die Scheiße ein, Understock, Ambitious Dream oder Shallow Fields Station, verticke ich den Scheiß. Und du siehst auch die Preise. Das ist schon mal okay so, ne? Dann kannst du halt vorher schon mal kurz überschlagen, okay, ich kaufe in Deacons für 15,75 ein, ich verkaufe bei Ambitious Dream für 19,36 pro SCU, ist das also ungefähr roundabout knapp 4,
3,75 Alpha UC. Ne? Ich handel mit 100, also 100 mal 3, zack, kann ich meine Marge schon vorplanen. So, ne? Hm. Wie hieß denn nochmal der Scrapyard in Microtech? Der Schrottplatz? Devlin's? War das Devlin? Devlin's Scrapyard oder so? Kann sein, ne? Weiß ich jetzt nämlich gerade leider auch nicht. Guck mal gerade auf der Map, der war ja relativ außerhalb. Ich glaube, der war auf Utopi, ne? Könnte sein, ja. Devlin's Rap Salvage war das, glaube ich. Ah, okay, auf Utopi. Perfekt. Hm. Ich teste gerade nämlich nochmal eine Mission: Drogen kaufen, verkaufen. Weil nur mal so ein bisschen Schriftführung, was sich da geändert hat, wie sich das geändert hat, dadurch, dass ich eigentlich hauptsächlich mal Training gemacht habe. Ja, wenn du bei Devlin bist, mal, kannst du ja eigentlich gucken, ob die Konsole Drogen anbietet, ne? Nee, ich spiele jetzt nicht 3,24, ich spiele noch 3,23. Ach so. Gucke jetzt gerade noch quasi den alten Stand an. Mhm. Weil ich mir da halt lukrative Sachen vorher, nachher. Ja. Will ich mir halt, weil wenn ich jetzt vorher was gemacht habe, will ich halt gucken, von den ganzen lukrativen Sachen, die ich mir jetzt über Zeit halt so zusammengelegt habe, würde ich halt schon gerne sagen, komm, das war lukrativ über Zeit X, das machst du in 3,24 auch, aber dann machst du es halt einmal, um zu gucken, ob es das halt immer noch ist, weißt du? Oh, Silent B ist am Start. In einer Raft. Ja, witzig. Den habe ich die Tage kennengelernt. Der ist ein cooler Typ. Kommt aus Süddeutschland. Na, okay. Der ist gut drauf. Der hat mir geholfen. Ich hatte so einen scheiß Bug, dass die Interdiction-Zone, die ja eigentlich nur so 35 Kilometer um die Station geht, wenn dieser Blockade-Runner ist, die Interdiction-Zone war sogar beim nächsten OM-Punkt noch oder halt ganz Crusader. So. Mhm. Ich bin dann irgendwie 100, 150 Kilometer geflogen und war immer noch in der Interdiction-Zone. Konnte halt nicht springen. Und dann war er so freundlich, hat Hilfe angeboten, hat mich dann gerettet quasi. Der kam mit einer SRV, hat versucht mich zu towen, hat aber leider im Quantum dann das Towen war irgendwie unterbrochen. Also nee, hat mich in den Quantum reingezogen, aber dann war mein Schiff dann weg. So, ja. Naja, ich weiß ja nicht, ob das dann gewollt ist. Mit einer SAV hätte ich aber mir gedacht, sollte man doch eine M2 abschleppen können, auch im Quantum. Nein. Zu groß ist zu groß. Ah, okay, dann war das gewollt, ja. Das ist das Schiff, lustige Geschichte, du wirst lachen, wo sie ja gesagt haben, hey, bei so großen Schiffen brauchst du sogar drei davon. Drei? Ja. Ah. Drei. Oh mein, oh mein. So, jetzt zickt natürlich hier Everus rum. Ju. Komm schon. Gib mir eine Landefreigabe. War Etam teurer? Oder Neon? Oder Altru? Etam war, glaube ich, oder Etam oder Neon? Ich glaube, Etam und Neon ist beides relativ teuer, ne? Kann das sein? 8000 pro Unit und Neon ist 7000 pro Unit. Okay, also Etam ist teurer. Hm. Oh, die Etam Frames. Frames hier, 18. Ah, okay, jetzt kriegt er sich ein bisschen ein. 2,275 vorher. Und gleich mal gucken. Nachher. Tja, jetzt gucke ich doof in eine Röhre. Landefreigabe gewünscht, aber gibt mir keinen Hangar. Und jetzt gerade habe ich auch noch den Collect Shipment Marker, obwohl ich ja die Ware aufgenommen habe. Also jetzt gerade funktioniert das mit dem, du hast abgeholt, der Marker kann weg, nicht.
Dann bin ich mal gespannt, ob wir damit ein paar Gewinne fahren können. Das Schöne ist ja, dass sie die Raft auch geboostet haben im 3.24er Patch, ne? Sie Mit lässt sich dann besser. Geschwindigkeit. Ein bisschen minimalst Geschwindigkeit, aber viel mehr Jaw-Pitch-Rolling. Bitte? Jaw-Pitch-Rolling haben sie so geboostet. Ah, okay, Grad pro Sekunde in Jaw, in Pitch und in Roll. Okay. Fliegt also nicht mehr ganz so betonklotzig. Richtig, auch die Prowler hat jetzt einen Buff gekriegt im Stealth. In 3.24 bis jetzt schon. Das sind so einige. Kennst du University of Stanton, den Ja, YouTuber? genau. Habe ich gestern geguckt. Hat Naja. er ja gestern alles gesagt. Ja. Der hat halt die höheren Nerf und Buffs so ein bisschen rekapituliert. Alle F7 sind genervt. Aber wiederum wohl verbessert in der Stabilität beim Flugmodell. Ja, die sollen wohl besser in der Atmosphäre fliegen, ne? Na, ja, was ja auch verständlich sein muss. Ich meine, jetzt wurde ja gesagt, alles, was Flügel fliegt in der Atmosphäre, gut. Und laut meinen Augen hat das Ding definitiv sowas wie Flügel. Das ist jetzt cool. Ich glaube, bei der fünften oder sechsten Landeanfrage, jetzt habe ich auch mal einen Gateway granted und einen Hangar. Hat ein bisschen gedauert, aber okay. Ja, das Ja, muss ich mir noch was mit. ist deine Empfehlung für Personal Hunger? Welche Stadt geht ganz gut? Du meinst jetzt für 3,24? Naja. Ich bin eigentlich mit Horizon recht zufrieden, weil du halt da Providence hast, kannst also Schiffskomponenten kaufen, weil du da in dem Schiffskomponenten-Shop bei Cousin Crows auch bis Size 3 recht nette Waffen kriegst, weil du in dem Crusader Showroom Size 4 und 5 Waffen kaufen kannst. Kann man eigentlich ganz gut sich da so equippern, was Schiffe angeht. Ne, gut, die Repeater haben sie ja jetzt ja eh wieder verbessert, ne? Ja, ich Die glaube, denen ganzen. haben sie 8% mehr Schaden gegeben, ne? Definitiv wird dann auch meine Corsair wieder auf Repeater umgebaut. Ach, ich weiß es noch nicht. Was mir halt aufgefallen ist, Auch meine F7. Uhuhu. bei dem Blockade Runner hatte ich unter anderem auch eine Mustang als Ziel und die Mustang haben sie um einiges verbessert, was die Beweglichkeit angeht. Ja, Das hat sich das hat er ja auch bemerkbar gesagt. gemacht. Also ich habe mir mit der M2 schwer getan, diese blöde Mustang-NPC abzuballern. Ah, jetzt hat der Z nicht reagiert. Registriert doch jetzt. Ja, das Ding ist schon am Kämpfen, ne? Du merkst es bei der Landefreigabe, du merkst es, wenn du Z drückst, dass er dann erst beim zweiten Mal Z drücken aus dem Pilotensitz aussteigt. Das ist auch so eine Sache, die mich ganz schön nervt. Diese Animationen, ich finde, die sollten flüssiger sein. Ich finde auch, du solltest nicht irgendwie Default mit Knopfdruck auswählen, dass der in den Pilotensessel einsteigt, sondern wenn du dagegen rennst, dass er dann flüssig in die Einsteigeanimation übergeht, ohne dass ich da noch eine Taste drücken muss. Weil, was ist die Logik, wenn du gegen den Pilotenstuhl rennst? Du willst, dass dein Char sich da drauf setzt. Da will ich nicht noch eine Taste drücken. Ne, Ja. das sollte so Default, diese Standardoperationen sollten einfach Default flüssig aus der spielergesteuerten Bewegung heraus zügig
in eine passende Animation umgesetzt werden. Auch sowas wie an eine Leiter oder so. Das ist mir noch zu clunky. Auch so eine Quality of Life Nummer wie: Ich möchte gerne mit einem Traktorstrahl, wenn da ein SCU-Boxen sind, gleich 4 oder 8 Stück davon bewegen können. Ich sehe es ja ein, jetzt so eine 8 SCU-Box, dass ich da nur eine von bewegen kann, ist okay. Aber so kleinere Böckschen, sollte der Strahl irgendwie so ein Greifvolumen haben, wo der wirkt. I'm sorry. Due to inactivity, we have been forced to assign your landing zone to another customer. Ja, definitiv. Eine Sache, die mir erst die Stunden aufgefallen ist, die ich aber auch sinnvoll finde, wenn du jetzt vor der M2-Rampe stehst, unten auf dem Boden, dann kannst du ja von da unten wegen der Rampe und der Höhe das Grid selber nicht sehen. Wenn du also von da unten so eine Box da hochtraktorst, dann kannst du eigentlich nur, wenn du Glück hast, diese holographische, dort werde ich die Boxe jetzt snappen, sehen. Aber sie haben jetzt geaddet, also ich glaube, das ist relativ neu, dass du an der Information Contracted, Stims, Size 1 und die Kilogrammzahl, die ja steht, wenn du das traktorst, zusätzlich noch, wenn du über einem Grid bist, steht dann da Attaching to Cargo Grid. Du siehst also, wenn du von unten nicht die holographische Snap-Darstellung siehst, trotzdem an dem Schriftzug, dass er gerade über einem Grid ist und das da snappen kann. Das finde ich gut. Ja. Bin ich gerade zu Devlin gesprungen und sehe natürlich seit ewigen Zeiten keinen Spieler mehr. Aber wo hängt einer rum? Devlin. Ja. Ich habe die Tage ein Video gesehen, da dachte ich mir auch so, ja, okay, ne, muss man halt mit rechnen. Ein Spieler hat rausgefunden, wenn er bei einem anderen Spieler in den Fahrstuhl reinhüpft, wenn der in seinen instanzierten Hangar fährt und der den anderen dann halt mitfahren lässt, in dem Moment, wo die Fahrstuhltür aufgeht, kann der andere Spieler halt seine Waffe ziehen und den erschießen. Der wird welcher? Natürlich, ja, der sich da reingeschlichen hat. Das heißt, du musst, wenn du dein Raumschiff gerufen hast an deiner Residenz, besser vorsichtig sein, dass nicht ein anderer in deinen Fahrstuhl mit rein, weil wenn der runterfährt, in dem Moment, wo deine Fahrstuhltür an deinem
instanzierten Hangar aufgeht, ist ja keine Armistice-Zone mehr. Dann kann der andere, der mit im Fahrstuhl ist, einfach seine Waffe ziehen, dich erschießen. Und wenn er schnell ist, kann er auch raus und deinen Hangar benutzen. Also für ein paar Sekunden, nach 10 Sekunden, glaube ich, wird er rausgeportet. Aber es reicht ja, wenn er dich erschießt, dann guckst du erstmal doof in die Röhre, ne? Also in so einem Falle am besten, wenn ein anderer drin ist, selber dann in dem Moment auch die Waffe ziehen und versuchen halt zuerst zu erschießen, wenn der andere eine Waffe zieht. Ja, aber komplett dumm, eigentlich. Aber eigentlich komplett dumm. Ja, ja. Eigentlich sollte derjenige die Waffe ziehen dürfen. Schon vorher. Dessen Hangar das ist, weißt du? Ja, ja, vorher, auf dem Weg dahin schon. So von wegen, dass der auch dann den Fahrstuhl anhält und sagt, so, wenn du hier mitkommen willst und ich will dich nicht dabei haben, dann erschieße ich dich. Oder wir fahren jetzt wieder zurück und du gehst hier raus. Verhandeln so. So, es hat geklappt. Der Medium-Auftrag hat geklappt. Und was hat er gebracht? Ach nee, ich musste auf das gehen. Oh, das ist ja krass. Ich habe gerade einen Auftrag gemacht, glaube ich, mit 11.000 war der bepreist. Aber bei der Reputation bin ich von 5,5% auf 41% gesprungen. Mit einem Medium-Auftrag. Das ist mal ordentlich. Das ist cool. Jo, das geht schon. Das waren also etwas mehr als 35% Reputationsgewinn. Dunstan, was ist das hier? Boah. Ha! Eine 3-Stopp-Nummer. Mit zwei Waren. Aluminium und Tungsten von einem Ort holen und dann zwei Orte liefern. Oh Mann. Okay, bei den Cargos gibt es extra small, small, medium, junior rank, rookie rank. Ah, okay, junior rank ist zum Beispiel ein medium. Ah, ich probiere das mal mit zwei Waren. Hoffentlich haben sie das auch schon hingekriegt. Wo ist denn jetzt der Missionstext? Hallo? Ah, da, okay. Lively Pathway, der lebendige Pfadweg. Oh Mann, diese Namen. Ich will jetzt nur den Scheiß hier verkaufen. Dann werde ich aufs Sofa gehen. Ich probiere auch noch hier. Bevor ich dann in die scheiß Nachtschicht muss. Ach, du hast Nachtschicht? Oh Mann, heftig. Ja, richtig kotzig. Heftig. Musst du auch komplett von 10 bis 6 oder? Nee, von 10.30 Uhr bis 6.30 Uhr sogar. Wieso eine halbe Stunde Versatz, hä? Es ist bei uns hier in der Region so. Und die Spätschicht macht dann bis 10.30 Uhr oder was? Korrekt.
sehr schräg. Ja, dafür halt auch Frühschicht von 4:30 bis von 6:30 bis 14:30. Da finde ich es wiederum ganz gut, nicht noch früher. Ja. Kannst mir erzählen, was du willst, aber oh, das wäre ja nicht aushaltbar. Was habt ihr denn für einen Wechsel oder machst du Dauernachtschicht? Nee, ich mache Nacht, spät, früh. Ah, okay, also der Standardwechsel, okay. Naja, das von denen, was ich so erlebt habe, ist das noch das kleinste Übel. Ja, ich hatte jetzt halt nur einen Monat Urlaub und dementsprechend einen Monat normalen menschlichen Rhythmus. Dementsprechend so anstrengend, da wieder reinzukommen. Also ich erinnere mich noch, dass für mich immer das Schwierigste war, von der Frühschicht auf die Nachtschicht zu wechseln. Weil ich bei der Frühschicht halt mit den sozialen Kontakten mich am wohlsten gefühlt habe. Du hast halt am ehesten die Freizeit dann, wenn normale Leute auch Freizeit haben. Und musst halt dann abends irgendwie, wenn es so gerade richtig schön und gemütlich wird, dich ins Bett verpissen. Aber es ist halt vom Sozialen her mit anderen Leuten was machen und so, Freundin treffen und alles, passt Frühschicht am besten. Und wenn du dann danach in die Nachtschicht rein, dann bist du halt morgens irgendwie von bis 8, 9 noch wach, dann haust dich in eine Kiste, dann stehst du 15 Uhr da irgendwann auf, aber bist schon in Gedanken auf dem Weg zur Arbeit und dann trifft man sich eher nicht. Also ich habe mich dann eher nicht mit den Leuten noch getroffen, weil das ist ja scheiße, wenn die sich dann ein Feierabendbier um 6 Uhr aufmachen und ich muss um 9 Uhr mich auf dem Weg zur Arbeit machen, so, ne? Definitiv, ja. Das ja, hat mich dann immer ganz schön abgefuckt. In der Nachtschicht war ich halt dann auch echt viel einfach alleine, weil die Leute dann auch gesagt haben, ja, was sollen wir uns mit dir treffen? Wenn der Abend richtig cool wird, wenn wir gerade einen coolen Film angeschmissen haben, dann musst du dich verpissen, so. Dann brauchst du auch gar nicht kommen, so, dann bleib weg. Ja, toll. Dann sitzt du abends um 17.30 Uhr zu Hause, hast gerade eingekauft, isst dein Abendessen, guckst verzweifelt alleine noch einen Film bis 8.09 Uhr und guckst dann raus zur Arbeit und hast gar kein Sozialleben mehr, so. Das ist scheiße. Ja, das ist aber immer das große Problem, aber das kenne ich ja auch. Dass du dann quasi da eigentlich stehst und dir denkst so, ja gut, ah nee, das brauche ich nicht mehr, ah nee, das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Mittlerweile muss ich aber gestehen, ich mag Spätschichten. Ja? Finde ich mittlerweile richtig gut, ja. Also an Spätschicht fand ich immer recht interessant, dass du halt zu einer Zeit noch am Schlafen bist, wenn die meisten Leute weg sind, dann ist es in einem Wohnviertel, also in der Regel noch relativ ruhig. So morgens von 9 Uhr bis mittags um 12 Uhr fand ich es in den meisten Wohngegenden, wo ich gewohnt habe, noch recht ruhig. Also da kann man auch noch relativ gut pennen, so. Da kommt mal ein Müllwagen oder so, aber da ist es nicht so viel los. Wenn du also morgens von 6 bis 8 irgendwie gute Ohrenstöpseln drin hast, dann kann man auch noch gut weiter bis 12 pennen oder so. Und wenn du dann um 12 Uhr im Supermarkt stehst, ist es meistens auch recht leer, dann kann man sich noch ganz gut was fürs Mittagessen holen. So, ne, kommt man schneller beim Einkaufen voran, als wenn man um 17 Uhr einkaufen geht, weil dann alle einkaufen. Ja, auch definitiv. So, aber jetzt auch in 3:23 kann ich übrigens sagen, Drogen kaufen und verkaufen macht jetzt auch den Kohl nicht fett. Also klar, wenn du Slam oder sowas kriegst, ne, ja gut. Na, aber so mit Widow oder sowas machst du jetzt auch nicht die krassen Gewinne. Für das Risiko, das du da eigentlich hast, weißt du? Ich glaube, die Scheiße dabei ist doch nach wie vor, du kannst nur gewisse Mengen verkaufen. Ja, natürlich. Ne? Ich glaube, also beim letzten Mal, wo ich Slam getestet habe, konnte ich nicht mehr als 10 SCU oder so auf einmal verkaufen und dann war Wartezeit angesagt. Ja, klar, weil alle natürlich getradet haben, ne? Ich weiß gar nicht mal, ob es daran lag. Ich glaube, wenn man jetzt bei Gallock und wie diese Tools alle heißen nachguckt, ist auch der maximale Bedarf auf Zeit von diesen Annahmestationen auch nicht viel höher als 10 SCU oder so, was die dir abkaufen. Naja, deswegen lohnt sich das halt auch einfach teilweise gar nicht, das so in solchem Umfang zu machen. Ja, dann kaufst du 200 SCU und dann sollst du ernsthaft 20 mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde an der Konsole warten, bis du den ganzen Rotz endlich mal losgeworden bist? Nö, danke. Na, es ist halt immer die Problematik dabei, ne?
Ja, aber da kannst du nicht immer was machen. Leider. Was ich halt ganz gerne noch sehen würde, wäre sowas wie, du hast ja dieses Jettison Cargo bei der Prospector, glaube ich, zum Beispiel, ne? Wenn du jetzt Quantanium gemeinert hast und dann irgendwie das wird zu instabil, weil es zu lange gedauert hat, das wegzufliegen, kann man da, glaube ich, Jettison Cargo machen. Oben rechts oder so ist da, glaube ich, auch ein Button in der Konsole, dass der die Fracht dann abwirft, diese Säcke dann abschmeißt, ne? Ich finde, das sollte man generell machen können mit zum Beispiel so einem Schiff wie der Raft oder der Prospector, die halt diese Sacke Cargos hat. Und dann so, zum Beispiel stelle ich mir vor, da ist gerade so ein Infanteriegefecht oder was. Die Leute brauchen Munition und Waffen. Du fliegst einmal kurz da drüber und schmeißt halt so einen Sack mit Waffen und Munition da aufs Schlachtfeld, weißt du? Der Witz so an der Sache ist, das habe ich aber auch schon gesagt, dass das eigentlich ganz praktisch wäre, weil alle Schiffe, die halt Cargo außerhalb transportieren, ne, sollten das können. Ja. Dass du auch bei einer Hall A sagen kannst, Cargo Grid 1, Magnet aus und dann fällt der ganze Scheiß in der Gravitation halt nach unten. Nee, richtig wegsprengen, alles. Nicht nur ein Cargo Grid 1 oder sowas, sondern quasi einfach so wie A und J drücken, hast du dann halt einfach, was weiß ich, Alt, Ö oder sowas und dann puff, schmeißt du deinen ganzen Cargo einfach weg. Nee, gerade so bei Piraterie oder sowas halt mega interessant, weißt du? Ja, von wegen hier, dann nehmt den Scheiß, aber lasst mich lebend abhauen, so. Richtig, genau. Aber so, dass sie sich halt verteilen, die Kisten, weißt du, dass die dann halt auch nicht dir hinterherfliegen und das dann wieder finden können, sondern dass die dann halt da wirklich Pause machen müssen. Mhm. Ne? Oder die ganzen Cargo-Grids halt einfach abschmeißt, also wirklich so, ne? Musst du halt reparieren wieder, aber die Ladung abschmeißen wäre schon geiler. Hast du das gesehen? Da haben wir uns, glaube ich, auch schon drüber unterhalten. Das war ja vor ein paar Tagen schon mal so, dass dieser Olli 43 ausprobiert hat, diese Furniture-Kram, Sessel und Sofa und so ein Scheiß, da an die Hall A, an die Cargo-Grids dran zu klatschen und die snappen da auch dran. Okay, krass. Ich glaube, er hat dann im EVA auch sich da drauf setzen können, auf so ein Sofa auf dem Cargo Grid, und dann hat sein Kollege ihn durch die Gegend geflogen. Sogar, meine ich, auch Quantum. Okay. Also so. Du sitzt dann auf dem Sessel auf dem Cargo Grid und der Kollege fliegt dich da durch die Gegend. Fand ich witzig, ja. Die Idee. Das ist ja auch eigentlich an sich ganz cool. Ja, ich bin mal gespannt. Das Einzige, was mich halt ein bisschen gewundert hat, ist, dass er in seinen Tests mit den Nerfs und Bugs hier von der University nichts gesagt hat über die Starrunner. Die ja wohl ganz offensichtlich Buffs braucht. Ne? Er hat nichts gesagt, dass sie genervt haben, dass der Corsair oder der Taurus langsamer oder schwächer in Jaw Patrol wird. Ja, aber das kannst du doch bei SP Viewer nachgucken. Der Olakin hat die Seite doch so gut gemacht, da kannst du direkt nach Schiff filtern. Und kannst auch Schiffe vergleichen. Ich meine sogar, du könntest die vorherige Patch-Version mit der aktuellen Patch-Version vergleichen. Direkt die Stats nebeneinander stellen, meine ich. Irgend sowas geht da, glaube ich. Und dann kannst du direkt gucken, ne? Vorher 220 Max SCM, jetzt 213. Okay. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, eine Sache. Welche Seite war das? SP Viewer. Ah, okay. Kennst du nicht? Die ist cool. Doch, ich kenne die. Ich kenne so viele Seiten, ich muss jetzt mal wieder gucken, welche das ist. Ja. Also, Stat-Seiten gibt es halt so viele, weißt du? Ja, der Olakin, der macht die halt richtig gut. Der Kamoral zum Beispiel schwört auch auf Olakin. Mhm. Und Kamoral ist ja sehr an statischen Tests interessiert. Aber macht auch einiges quasi dynamische Tests. Und da kann man natürlich dann diese Stat-Seiten echt gut gebrauchen, wenn die gut gepflegt sind, aktuell sind. Kann man sich da auch drauf beziehen und damit arbeiten. Ne? Ach ja. Also SP-View habe ich auch genommen. Letztens erst, wo ich mir überlegt habe, ich möchte halt gerne schnelle Schiffe fliegen, um dann zu gucken, ja, was sind denn überhaupt die schnellsten Schiffe, ne? Max-Nav-Geschwindigkeit kann man da zum Beispiel gucken. Dann hat der alle Schiffe nach Max-Nav-Geschwindigkeit sortiert, ne? Und welche sind so mitunter die schnellsten Schiffe? Ja, die Razor. Ach so. Und M50.
Und was ist noch sehr schnell? 325, die Titan und die Stalker. Die machen ja 1400 und ein bisschen. Die 325 fliegt 1425. Die Razor oder eine von denen fliegt, glaube ich, sogar 1450. Ja, die. Oder nee, Quatsch, die Merlin oder die Dings, ne? Dieser Snap. Die Mantis fliegt doch auch super schnell. Ja. 1300 ja. Irgendwas, glaube ich, ne? Okay. Ich war der Meinung, das Ding war auch ultra schnell. Cutlass Blue fliegt auch recht schnell. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ich glaube, die fliegt jetzt 1199. Knapp 1200. Ach, ich meine, ich habe die Tage mal probiert und war da so ein bisschen enttäuscht. Die ist nicht so schnell. Was jetzt zum Beispiel krass ist, das hatte, glaube ich, der von University of Stanton gesagt. Du hast mit der Mantis einen Dampener-Radius von 12 Kilometern. Die hat aber einen Stealth-Grad, dass du die erst ab 8 Kilometer, wenn du es also schaffst, in dieser Range 8 bis 12 Kilometer entfernt zu bleiben, dann hat der, den du jammst, keinen Aufschaltkontakt. Ja. Da musst du natürlich wirklich schaffen, dass du so fließt, dass du halt immer in dieser Entfernung bleibst. Aber das ist schon krass. Also diese Mantis ist im Moment unheimlich mächtig, weil die halt durch ihr scheiß Dämpfungsfeld dich daran hindert, NAV zu fliegen. Du bist dann halt im SCM unterwegs, also Schildkröte. Mhm. Das ist echt verdammt finster. Ich habe das letztes Mal erlebt, das fühlt sich total scheiße an. Ne, du bist ja, im, definitiv, glaube ich. Du bist im NAV-Mode und also für mich hat sich das so dargestellt, dass immer noch der NAV-Mode an war, aber meine Geschwindigkeit war halt Max Boost SCM. Mhm. Und ich hatte ja im NAV-Mode keine Schilde. Das heißt, die haben mich direkt angegriffen, ne? Und ich dachte mir so, warum wird der jetzt nicht schneller? Warum wird der nicht schneller? Ich wollte halt mit Max NAV versuchen, ob ich irgendwie noch abhauen kann oder so, ne? Mhm. Nö, keine Chance. Das aber rein technisch ist der Nachteil daran. Jetzt kommen wir wieder dazu, was lustig ist und was nicht so lustig ist. Der Vorteil daran ist, die Mantis kann halt im, ich glaube auch nur im SCM-Mode sein, ne? Dann. Du kannst ja gar nicht im NAV-Mode sein. Weil die sich ja selber auch unterdrückt. Ja. Klingt logisch. Das heißt, genau, das heißt auch alle anderen, die du da hast, sind halt auch im normalen SCM-Mode. Was wieder cool ist, wenn du dann so ein Chip hast, das halt einfach schneller ist. Da sehe ich halt zum Beispiel einen Starrunner, die halt einfach ein bisschen schneller sein muss im SCM-Mode, damit die halt einfach wegfliegen kann. Zwar beschossen wird über Zeit X, aber dann halt einfach wegfliegen kann. Ja, wenn ich mir diese Wolfpack-Strategie dazu vorstelle, dann hast du trotzdem keine Chance, weil ja, eine Mantis wird immer kommen mit mindestens einem Damage-Dealer. Und egal wie gut du der Mantis wegfließt, wenn der Damage-Dealer ein Zeitfenster von 5 bis 10 Sekunden hat, dann bist du geliefert. Nee. SC-Ship-Performance. Obwohl, nee, sie haben ja Folgendes gemacht. Sie haben den Spread von vielen Schiffswaffen so krass gesteigert, dass du ja mehr oder weniger Auge in Auge fliegen musst, wenn du noch vernünftig Schaden auf den Gegner übertragen willst. Mhm. Das heißt, dieses Long-Range-Damage-Dealing ist vielleicht dadurch mal ein bisschen eingeschränkt. Also für mich hat sich das auch wirklich so dargestellt, wenn ich jetzt auf einen Kilometer auf den Gegner schieße, dann dauert mir das für mein Gefühl im Gegensatz zu 3,23 viel zu lange, bis da was passiert. Dass ich dann schon unbewusst da einfach auf 500 Meter oder näher versucht habe, dran zu kommen an den Gegner, damit auch mal was passiert mit den Schilden und so weiter. Yay. Jetzt haben wir von wie? Jetzt guck ich mal live auf den Split. Ah, okay. Gut.
Ah, ich bin aber auch gerade primitiv. Ich habe hier zwei Waren. Warum sortiere ich mir die nicht im Schiff? Mann, sei doch nicht so faul. Tatsächlich haben sie von 3.23 1 zu 3.24 bei der Starrunner nur angehoben den DPS ein bisschen. Plus 8% mehr DPS. Was macht ihr denn Max SCM mit Boost? Also eigentlich ist es bitterlich. Sichtweite, Performance. Erstmal 30, 30, 60 in Drop-Pitch Roll. Ne? Was schon mal richtig, richtig ist. Und was? SCM mit Boost? Ja. Vier, Boost vierhundert Forward. irgendwas, 410, 450, ja. 410. 410. Das Ja. ist ziemlich langsam, würde ich mal so sagen. Das ist ziemlich langsam. Ja, Der scheiße. SCM Max Speed ist 205, wobei jedes andere Schiff. 205, oh Mann, das Ding ist ja voll die Schildkröte geworden. Und der Nav Mode Max Speed ist halt bei 1200, ne? Nur. Ah. Die hatte ja, glaube ich, mal 1240, Der 45. hatte 1300 fast. 1300 fast. Weswegen ist es halt so schlecht geworden ist, weißt du? Und das ist halt so. Oh, wo ich mir einfach nur so denke, so. Ja, sagen wir mal so. Ich meine, dass die Hornets 1150 haben oder so. Wenn du jetzt also einen Fight hast und du hast die Startdistanz 500 Meter und du machst pro Sekunde halt 50 Meter Entfernung, weil du 1-2 fließt und der andere 1-1-5. Ja, dann ist noch ein ziemlich großes Zeitfenster da, wo der dich halt anschießen kann. Also. Wenn ich jetzt bedenke, dass die Corsair im SCM, ne, 200 Meter die Sekunde macht und der Boost 400, dann nützt mir meine 410 auch nichts. Ja, wenn der erstmal auf Kampfreichweite 500 Meter oder so an dir dran ist. Kampfreichweite 500 Meter, 3 Kilometer, mein Freund. Nein, die haben doch den Spread so erhöht. Auf 3 Kilometer treffen vielleicht nur 10% der Schüsse. Die haben den Spread auch Okay. bei Energiewaffen erhöht. Das Okay. fühlt sich richtig scheiße an. Also wenn du auf 1 Kilometer schießt, hast du schon das Gefühl, du schießt andauernd daneben, weil es passiert nichts beim Gegner. Also so wie ich das erlebt habe. Ich habe ja beim Blockade Runner einige NPCs angeballert. Hat sich scheiße angefühlt. Du musst richtig nah dran. Also nichts mehr mit Laserkanone und auf 1-2 Kilometer oder so gemütlich. Nee, nee, nee. Hier, Raft hat zum Beispiel Damage Multiplicator plus 18% auf physische Waffen plus 17% auf Energiewaffen. Also, ja, kriegt jetzt mehr Schaden. Signalmultiplier haben sie 50% elektromagnetisch, 50% Infrarot gekriegt. Cross-Section hat sie auch nochmal 50% gekriegt. Also, die wird jetzt auch viel schneller aufschaltbar sein. Ja, gut. Irgendwer hatte Gut, sich dafür. doch so beschwert darüber, dass sie auch die Valkyrie jetzt ein Dropship, was ja eigentlich eher in Richtung Cells gehen sollte, dass sie auch so eine starke Signatur hat, 20 Kilometer oder was, normale Target-Distanz. Dafür hat es aber auch HP gekriegt, 63 mehr. Okay. Ah, der Max Speed ist jetzt auf 960 hochgegangen, also 7% mehr. Oh, 50, 50, 117 hat sie jetzt. Pitch Draw Roll. Vorher 30, 30, Oh, 60. Also einfach das. mal verdoppelt in Roll. Was natürlich schon richtig krass ist. Thrust Capacity. Was soll ich unter Thrust Capacity verstehen? Thrust Capacity ist auf der linken Seite dieser Balken, der kleiner wird, wenn du Boost machst. Ah, okay. Ne, je Main. mehr Okay. Kapazität, desto langsamer geht der, wenn du Boost machst, nach unten. Ah, Du kannst okay. also länger boosten. Die kann jetzt kürzer boosten. Ja, die Acceleration ist halt nochmal gesunken.
Dafür ist insgesamt schneller geworden. Fuel Usage per Second. Wenn das Minus ist, ist es besser, ne? Also wenn es kleiner wird bei Fuel Usage per Seconds. Na, das ist ja geil. Das heißt, sie kann ja noch länger unterwegs sein. Das ist ja schön. Oh, dass ich hier, wenn ich im Hangar bin, in der Regel noch Obstructed kriege, obwohl ich den Nav-Mode angeschmissen habe, finde ich scheiße für die Routensetzung. Hm. Ich möchte, während ich darauf warte, dass die blöden Tore aufgehen, schon meine Route setzen. Nicht erst, wenn ich hier rausgeflogen bin. Was haben sie denn bei der Prowler gemacht? Ich glaube, die hat mehr Hitpoints gekriegt und ein bisschen so. Weniger Detection, also kleinere Detection Range. Hm. Kleinere Detection Range, ja. Turret Burst DPS ist um 1% gestiegen. Minus 33 hat sie jetzt elektromagnetisch, minus 30 Infrarot. Emissions, minus 33, ja, komplett nochmal 33% gekriegt. Nice. Bisschen mehr Damage. Das ist schön. Da kann man mit arbeiten. Was haben wir sonst noch Cooles? Der 600i irgendwas gemacht. Oh, die macht weniger Schaden. Okay. Das ist jetzt nicht so cool. Taurus hat auch nichts gekriegt, okay. Dann kann ich jetzt nur noch die F7C, F7A MK2. No. STM Speed weniger geworden, Max Speed weniger geworden, Pitch, Jaw, Roll weniger, Thrust Capacity weniger, Beschleunigung weniger. Boost Speed Forward weniger, Backward weniger, dafür verbraucht sie weniger, weniger Schaden, muss man mögen. Naja, gut, dann habe ich mir das einmal durchgeguckt. So, ich glaube, da fällt mir gerade noch ein Schiff ein, was im Moment relativ fix ist. Ich meine die 100er-Reihe, die sind auch recht fix. Ich glaube, die machen auch knapp 1,4 oder 1,4 oder so. Ja, bei so kleinen Gerätschaften ist das ja klar, dass die fix sind. Mich interessieren immer eigentlich quasi die großen Pötte, die schnellen großen Pötte. Das ist immer so das, was mich eigentlich interessiert. Deswegen habe ich eine MSR. Weil das war ja für mich eigentlich immer das große Schiff mit keinen Schilden. Dafür war es aber schnell. Und das ist ja auch nicht mehr der Fall, also dementsprechend. Ich warte echt noch drauf, dass sie bei den Max-Geschwindigkeiten im NAV nochmal einen drauflegen und nicht sich einfach zurücklehnen auf das, ja, du kannst ja bald diesen Quantum-Boost-Dings-Bums machen. Ja, mal gucken. Aber ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen entspannten. Und wir hören uns, ne? Ja, ich wünsche dir gutes Gelingen. Halt die Ohren steif. Bis zur nächsten Runde. Jo, Renio hauen. Ciao. Ciao.
Please proceed to sign landing bay. Thank you. Please visit again. Engines off. Wollen sie denn haben? 25 Alu.
Thank you, and please visit again. Mann, 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 der Chadi hydratet zu schnell. Mal gerne, was Everus und Seraphim mit Tungsten und Aluminium machen. Was machen die da draus?
Sea to sign landing bay. Landing complete. Lights. Engines off. Tja. Kein Landing Service. Toll. Jawohl. Guardian Yondu. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again.
Zum Rüstungsshop was zu beißen und was zu trinken. Keine Ahnung. Nö. Something more serious. How are you? Treatment has never been easier, thanks to the advanced digital medical assistance available of course. In every mental Please office. Please check with the terminals. The patient Beth Taggart. Please contact Dr. Mann. Recently ranked fifth in the patient wait times. Choose convenience. Choose mental health. Ciao. Got you worried? Forget that stress. Just relax. What's new? A red striped shirt, red and white hat. Ah, die Star, was?
Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been... Bietest du mir jetzt einen Tankservice an? Oh, ey. Landing Service. Mann. Launch complete. You are clear to launch. Sand für ein Medium. Naja. Okay, 20% für einen Medium Contract. Schön. Muss ich die blöde Route erst wieder löschen, wa? Mann, ey, wenn ich am Ziel ankomme, dann kann sich die Route doch selber löschen.
Warum muss Sit dort überhaupt eine Option? Warum soll ich auf dem Bett sitzen, ey? So ein Schwachsinn. Alter, ich will mich da hinlegen, damit ich mich ausloggen kann. Sitzen sollte dort gar nicht angeboten werden. Bed Lockout sollte einem auch den Startpunkt geben, an dem man ausloggt.